Na, ihr Rallies, willkommen zu einem neuen kleinen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin der Skala und heiße euch herzlich willkommen. Ja, ihr seht das ja wahrscheinlich schon. Die meisten von euch werden sofort sehen, dass es bei diesem Spiel irgendwie mit Portal zusammenhängt. Und ja, tatsächlich, wir spielen eine Portal-Mod namens Thinking with Time Machine. Ich nehme mal an, dass jeder genug Englisch spricht, um sich denken zu können, dass es hier irgendwie um Zeitreise geht in diesem Spiel. Ich habe mal in Steam nach Mods geguckt und da sah die hier ganz ansprechend aus. Ist übrigens kostenlos, ich werde sie auch in der Videobeschreibung verlinken und ist sicher ganz spaßig zu spielen. Vielleicht noch eine kleine Ansage, ich habe ja jetzt seit Ewigkeiten immer wieder was mit Portal zusammenhängendes auf meinem Kanal laufend. Und werde das auch fortsetzen, also jetzt in diesem Fall eben diese Portal-Mod, also Portal 2-Mod, um das nochmal ganz kurz zu spezifizieren. Ich werde jetzt während der Zeit, in der ich diesen Mod spiele, wahrscheinlich keine Community-Testkammern spielen. Das soll aber nicht bedeuten, dass ihr aufhören sollt, mir Kammern zu basteln oder Kammern zu basteln, beziehungsweise gebastelte Kammern mir zu schicken. Denn wenn ich mit Thinking with Time Machine durch bin, werde ich einfach mein Projekt mit den Community-Testkammern fortsetzen. Vielleicht werde ich sogar parallel die ein oder andere spielen. Ich weiß nicht genau, wie lang diese Mod ist. Ich finde dieses Community-Testkammern-Projekt ganz cool. Das wird immer parallel eigentlich laufen und immer mal wieder werde ich eine Kammer spielen. Aber ich möchte das nicht mehr als Hauptprojekt haben und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, spielst du halt mal eine Mod. Portal soll immer da sein, aber nicht immer nur Community-Kammern. Ich würde sagen, das Ganze scheint auf Englisch zu sein. Ich weiß nicht, ob da auch englische Untertitel sind. Ich werde, wenn es nötig sein wird, aber das Nötigste mal schnell übersetzen. Ansonsten hört einfach genau hin oder seht genau hin, falls es irgendwo mal Probleme gibt. Ich habe nicht die Zeit dafür, Untertitel zu machen und sonst was. Also, da müsst ihr dann durch. Fangen wir an. Play Thinking with Time Machine. Ich habe leider noch kein Spiel gestartet, also starten wir einfach mal ein New Game. Ich hoffe, dass das Ganze eine gelungene Mod ist, aber sie hat ganz positive Rückmeldungen bekommen und ich finde die Idee mit einer Zeitmaschine Portal zu kombinieren eigentlich ja relativ geil. Leil. Und ich habe meinen Timer noch nicht gestellt, deswegen mache ich das jetzt erstmal. Haha. Jawohl, das ist erledigt. Ich nehme mal an, dass jetzt gleich erstmal eine Cutscene kommt, dann werde ich natürlich erst einmal die Scharnuze halten. Und dann sehen wir uns sozusagen, beziehungsweise hören uns im Spiel. Ist das genial. Das war ja das Ende von Portal 2, dass man hier rauskommt und dachte, man wäre in der Natur. Und jetzt stürzen diese ganzen Bildschirme ein. Das sah schon gut aus. Dann können wir direkt loslegen. Das war keine gesprächshaltige Cutscene, aber ich wollte trotzdem mal die Schnauze halten. So, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, in welche Richtung wir denn gehen können, wo man von hier wegkommt. Hier flackert alles. Wo ist denn Daniel jetzt hingeflogen? Der ist ja eigentlich auch hinter uns rausgekommen, aber offensichtlich hat er jetzt heute keine Lust mehr auf uns. Na gut. Ganz still. Das ist noch nie in Aperture Science, beziehungsweise hier in den Laboren von Aperture Science der Fall gewesen. Dass keiner mich begrüßt. Ob das so gedacht war, dass das jetzt alles auseinanderfällt? Schauen wir mal. Da scheint es auf jeden Fall rauf zu gehen. Und dann können wir doch mal loslegen. Ne? Ich bin gespannt. Es gibt ja noch mehr Mods. Ich werde auch, denke ich, demnächst mal noch eine andere eingehen. Da hat mir nämlich die Cassandra gestern mitgeteilt, also beziehungsweise am Donnerstag mitgeteilt, dass es da noch eine neue, recht interessante gibt, wo man statt Portalen Gele verschießt. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an, aber die ist dann im Gegensatz zu der Time Machine Mod, die wir jetzt spielen, nicht kostenlos. Sondern kostet, glaube ich, 5 Euro. Aber ich meine, warum nicht? Wenn sie gut ist, dann werde ich da auf jeden Fall mir auch mal anschauen. Süß. Keine Sprache? Nee,
Offensichtlich haben wir keine neuen Soundfiles in diesem Spiel, zumindest bisher nicht. Macht aber nichts. Wow. Oh, ich kann meine Beine sehen. Das ging, glaube ich, im normalen Portal nicht. Was haben wir jetzt hier? Ist das eine Portalkanone? Keine Ahnung. Müsste eigentlich eine Portalkanone sein. Sieht zumindest so aus wie eine Portalkanone. Da müssen wir natürlich erstmal an Würfel kommen, sonst können wir hier überhaupt nicht durch. Hä? Aber wie sollen wir denn hier an den Würfel kommen? Ich meine, da draußen fliegen zwar theoretisch eine Menge Würfel. Warte mal. Hä? Was habe ich denn da? Ich verstehe gerade noch nicht ganz, wie diese Zeitmaschinen-Sache funktionieren soll. Ich nehme mal an, dass ich doch keine Portalkanone, sondern eine Zeitmaschinenkanone habe oder sonst was. Denn sonst würde ich mir das da rechts, links in meiner Hand nicht erklären. Aber ich weiß gerade noch nicht genau, wie man das benutzt. Ich dachte, das würde einem vielleicht im Spiel selber erklärt. Sonst gehe ich mal hier gerade in die Options und schau mal, was da der Controller... steht hier nirgendwo, wie die Tasten gestellt sind? Nein, ich spiele doch gar nicht mit dem Controller. Ich spiele mit Tastatur. Bisher hat das ja auch funktioniert. Keyboard, Maus, ach hier. Move forward, ja, das ist alles cool. Ach so, das sind, ja, okay. Da steht jetzt nichts. Ach, Time Machine. Hier steht's. Start Time R, Stop Q, Return Time Back F. Also RQF. Da müssen wir doch mal gucken, ob wie intuitiv das jetzt ist. So. Hä? Warte mal. Ach, jetzt. Aha. Jetzt verstehe ich. Ich drücke auf R, wenn ich hier drauf stehe. Drücke auf Q. Jetzt ist die Zeit fertig. Jetzt gehe ich hier hinter, drücke auf F und die Person steht da drauf. Ah ja, also ich, mein Vergangenheits-Ich. Das ist ja cool. So, langsam ist es klar. Jetzt müsste ich doch eigentlich rauffahren, oder nicht? Hallo? Ja. Gut. Aha. Okay, es ist nicht ganz unintuitiv, muss ich sagen. Also es ist schon halb intuitiv, aber man muss erstmal ein bisschen sich dran gewöhnen. Okay, was soll das denn jetzt? Wie soll ich denn da raufkommen? Portale habe ich nämlich jetzt gar keine. Ich habe nur... Oder habe ich auch Portale? Das weiß ich gerade gar nicht. Hä? Wie soll ich denn so hochkommen? Also Portale habe ich nämlich nicht. Aber ich sehe gerade gar keine Möglichkeit. Warte mal, doch, hier wurde gerade was angezeigt. Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Ja, R. Q. F. Ach so, okay. Okay, wenn Sie das sagen. Versuchen wir das mal. R. Ich weiß noch nicht, wie ich mich so vorbeuge. So. Q. F. Klappt das? So. Ja, das klappt, glaube ich, schon. Ich muss mich nur auch aufrichten. R. Q. F. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen an die Steuerung. Entschuldigt das miserable Kommentatorenprinzip rauf. Steh auf. Ah, ja, das ist ja geil. Das ist wirklich, ich finde das gerade ultra interessant mit diesen Zeitreisen. Es gibt noch einen anderen Zeitreisen-Mod, wo man dann auch wirklich Paradoxa verhindern muss. Das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Das war jetzt falsch, müssen wir nochmal machen. Aber das hier finde ich schon ziemlich cool.
Zack, ein bisschen unten warten. Wieder rauf. Q. Und jetzt F. Mach eine Ansage. Steh auf. Jawollo. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Das sah schon im Trailer so cool aus, aber mittlerweile. Also jetzt, so langsam komme ich ja auch rein. Das ist hier wahrscheinlich auch so ein bisschen die Aufwärmphase jetzt erstmal, um zu verstehen, wie das alles gemeint ist. Aber das ist ja großartig. Und was soll das jetzt hier? Ach, hier ist ein Knopf. Der gibt mir einen Würfel. Wow. Okay, jetzt wird's komplexer. Kann ich denn, während ich hier so eine Zeitreise mache, nochmal eine neue... Jetzt wird's auf jeden Fall komplexer. Warte mal, was macht nochmal der hier? Okay, die beiden müssen aktiviert werden. Mit diesem Knopfdruck wird aber... So, warte mal, dann machen wir das doch erstmal so. Er... Q... F. Nee. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie das gehen soll, John. Ich kann ja nicht durch diese Laser durch. Also nochmal kurz zur Sicherheit. Ich habe keine Portale, zumindest bisher nicht. Ach, hier steht was. Hier wird's erklärt. Hä? Nochmal. Ach so, ich muss das einmal komplett diesen Vorgang aufzeichnen. Ja, natürlich. Ich zeichne einmal den kompletten Vorgang auf. Und dann gehe ich hier raus, während ich das mache. Alles klar. Also, er. Einmal hier draufdrücken. Den neuen Würfel holen, das einmal hier reinlegen, das da reinmachen, Q, jetzt gehe ich hier raus und lasse das Ganze nochmal abspielen, schauen wir mal, ob das klappt. Ja, sieht gut aus, ne? Zack. Hammer, 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 Hammer. Geil. Das hat auch wieder funktioniert. Okay, ich meine, ich hatte jetzt auch die Hilfe durch diesen Bildschirm. Ich muss sagen, ich brauche gerade noch ein bisschen, bis ich tatsächlich reinkomme, da rein hier mit diesen Zeitmaschinen zu denken. Und jetzt haben wir sogar auch Portale. Jetzt müssen wir beide Denkweisen kombinieren, quasi. Quasi-sasi. Okay, so kommen wir hier einmal rüber. Und wollen das Ganze jetzt... Aha. R, Zack, Q, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher jetzt, oder? Ich gehe hier einmal drauf, einmal durch, und jetzt drücken wir auf F. Hallo? Hat der nicht gerade ein orangenes Portal gesetzt? Wieso macht er das nicht? Kann wohl keine Portale durch Zeitmaschinen setzen oder sowas. Ja, dann kann... Aber das geht doch nicht, wenn ich keine... Wenn ich muss Portale durch Zeitmaschinen setzen können, anders macht das gar keinen Sinn. Ach so, Quatsch. Na gut, dann machen wir es halt nicht durch eine Zeit... Ja doch, ich muss wahrscheinlich beide in derselben Zeit sozusagen setzen, wenn man das so formulieren kann. Also machen wir das jetzt einfach, dass wir das einmal komplett aufzeichnen, diesen ganzen Vorgang. Zack, jetzt lassen wir den noch ein bisschen da stehen und machen das noch eine Weile. Das sieht gut aus, jawohl. Dann können wir das hier einmal löschen. Einmal da ruf.
und dann spielen wir das Ganze wieder ab. Sehe ich das richtig? F. So, Licht los da unten, bitte. Na? Ja, diesmal sogar ganz ohne Hilfe geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Wunderprächtig. Dann geht's beim nächsten Mal, würde ich sagen, darunter. Ich habe wahnsinnig Spaß mit dieser Mod, finde die bisher richtig gut gemacht und hoffe, ihr habt genauso viel Gefallen dabei. Ist ein neues Projekt. Ich würde mich also über eure zahlreiche Unterstützung in Form von Bewertungen und Kommentare freuen. Ich weiß nicht, wie lang diese Mod ist, aber einige Parts werden es bestimmt noch. Ich hoffe, ihr schaltet dann in der nächsten Folge von Thinking with Time Machine wieder ein. Und bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Scully, der Rallye.